Hallo Leute, willkommen zum heutigen Motovlog. Heute soll es mal darum gehen, wie schnell man in der Stadt maximal fahren sollte, also innerorts. Und ich werde es in zwei Teile gliedern. Zum einen die Innenstadt, wo es mehrspurig ist, und zum anderen, ja komm, und zum anderen 30er-Zonen bzw. Vorschulen oder engen, unübersichtlichen Straßen. Kann ich jetzt überhaupt noch rechts fahren dank der Baustelle? Die Baustelle ist so ein Müll, das ist unglaublich. Immer bauen die und nie wird was besser. Es ist bekannt, dass hier die Straße wellig, hässlich und kacke ist. Aber nicht tückisch, also es gibt nichts, was einen wirklich überrascht. Der Asphalt ist relativ griffig und ja. Auf jeden Fall angefangen mit der Innenstadt, so Sachen, wo man sich halt einordnen muss, links, rechts. Wie auch immer, ja, hier durchgezogene Linien sind richtig, ja, wie auch immer. Hier solltet ihr natürlich nicht durchfahren, ehrlich nicht. Auf jeden Fall, die fahren immer so versetzt, dass man nicht vorbeikommt, das ist Wahnsinn. Also in der Innenstadt mehrspurig finde ich es echt nicht schlimm, wenn man mal 70 fahren zu viel. Es kommt halt immer auf die Situation an, weil manchmal müsst ihr einfach schneller sein. Und als Motorradfahrer empfiehlt es sich, ein Stück schneller unterwegs zu sein als die anderen, weil ihr dann halt nicht im toten Winkel lange bleibt und somit nicht übersehen werdet und allgemein eure Konzentration da höher ist. Es sind alles Fakten, die belegt sind. Verschiedene Studien haben es bewiesen, dass man konzentriert ist, wenn man ein Stück schneller fährt, als wenn man konstant monoton fährt, dann lässt die Konzentration ziemlich schnell nach. Also, Leute, ich laber nicht, natürlich keinen Anschluss mehr. Ich dachte gerade, es wäre ein dickerer Roller, der mir jetzt Konkurrenz macht, aber es ist ein 50er. Oh ja, Feuerwehr. Ah, ich möchte nicht hier lang. Hier die Kreuzung ist richtig hässlich wegen der roten Ampel hier, die sieht man bei tiefstehender Sonne in der Regel nicht. Und zum Glück stehen hier Fußgänger, weil manchmal kann man da einfach durchbrettern und ja. Also ich persönlich fahre eigentlich immer 60 Tacho in der Stadt, schneller als die anderen. Aber auch nicht überall. Vor Schulen empfiehlt sich sogar öfter mal weniger als 30 km/h zu fahren, irgendwie Tacho 25, sondern um die echte 20 km/h, weil da merkt ihr einfach, ihr steht ratzfatz, wenn ihr die Bremse antippt. Also zwei Finger über die Vorderradbremse und den Fuß bereithalten für die Hinterradbremse. Ist das so ziemlich mein Tipp für engere Straßen. Sobald ich jemanden sehe, der halt mit 100, 120, 130, wie auch immer, ich sehe auch immer wieder Leute, die mit 150 durchheizen. Ob Auto, Motorrad, stelle ich jetzt mal alles gleich. Ist völlig egal. Primär ist es egal, weil ihr wisst ja alle, beide können sehr gefährlich werden für Fußgänger. Um die geht es ja hauptsächlich. Da rechts steht voll auf dem Blitzer. Ich wurde da schon mal geblitzt von vorne, aber die haben mein Kennzeichen nicht aufgeschrieben. Ich war aber nicht arg zu schnell. Ich war vielleicht 8 km/h zu schnell. Also echt 8 echte km/h und ja, die Strafen, so, das mag vielleicht mehr interessieren als andere Fakten. Leute, ihr bekommt bis zu 30 Euro Strafe, 35 Euro innerorts, wenn ihr 20 bis 20 km/h drüber seid. Wenn ihr 21 drüber seid, gibt es einen Punkt, Probezeitverlängerung, was gibt es denn noch, 80 Euro Strafe. Ich kann euch sonst nicht wirklich viel weiter sagen. Hier ist die Straße richtig rutschig. Auf jeden Fall, das wäre ein Punkt, dass ihr zum einen eine Strafe bekommt. Und der zweite, noch wichtigere Punkt, ist der Versicherungsschutz. Also die Versicherung wird euch garantiert nicht zahlen oder versuchen, euch einen Teil zahlen zu lassen des gegnerischen Schadens, wenn ihr mit 70 wo ein Unfall baut, wo halt 50 erlaubt ist. Das reicht schon 60 km/h. Der Gutachter sagt, das war nicht 50, sieht mehr aus nach 56 und es reicht schon. Und dann seid ihr halt am Arsch. Hast du gerade ein bisschen Paranoia? Ihr habt das mitbekommen. Du bist am Arsch. Deswegen empfehle ich euch jetzt, das sind ein paar Tricks, die ihr halt nicht immer anwenden solltet. Unfallgutachter suchen nach Bremsspuren. Anders können diesen Motorrad nicht nachweisen, dass es zu eine Vollbremsung gemacht hat. Weil mit der Vorderradbremse könnt ihr reinlangen, sie darf nur nicht blockieren.
Also mein Tipp, wenn ihr zügiger unterwegs seid und irgendwo rumfahrt, achtet drauf, vorne zu bremsen. Verstärkt vorne und nicht hinten unnötig blockieren zu lassen, weil dann denkt sich der Gutachter, dass ihr am Grenzbereich wart, wobei ihr nur hinten überbremst habt und es tut sich nicht gut im Unfallbericht. Dann noch der dritte moralische Aspekt. Wenn ihr 70 fahrt und einen Unfall verursacht, es mag sein, Leute sind manchmal blöd, unkonzentriert oder sonst etwas, sie steigen aus. Sie machen einfach die Tür auf, ohne nachzudenken und hüpfen aus dem Auto raus auf die Hauptstraße. Habe ich alles schon erlebt. Da reicht es nicht, gut vorbereitet zu sein. 70 km/h kriegt ihr da nicht runtergebremst. Da ist es A und O, dass ihr 50 bis 60 km/h, wie empfohlen, vorgeschrieben, sorry. Es ist eine Höchstgeschwindigkeits... I'll have to ask my accountant about that. Beschränkung, keine Empfehlung. Da reicht es nicht, dass ihr halt vorbereitet seid. Ihr müsst langsamer fahren, um bremsen zu können und ausweichen zu können. Da empfehle ich jeden mal ein Fahrsicherheitstraining oder so zu machen, weil das ist es auf jeden Fall wert. Der hat mich gerade gegrüßt. Glaubt mir, es ist es wert, weil früher oder später wird euch irgendein Esel vors Motorrad oder Auto laufen und darauf achten, wenn ihr Spurwechsel macht, dass ihr sicher geht, dass der vor euch nicht auch einen Spurwechsel macht, weil das führt zu miesen Auffahrunfällen und die enden bei Motorradfahrern halt immer mit Verletzungen, so gut wie immer mit Verletzungen. Man kann es halt nicht verallgemeinern, aber oft. Auf jeden Fall haltet einfach in, denkt einfach dran, dass ihr halt nicht nur euch selber gefährdet, sondern auch andere. Und unter anderem würdet ihr es euch verzeihen, weil ich hatte schon Fall vor der Schule. Ich stand komplett, aber wirklich komplett mit beiden Rädern stand ich. 0 km/h fuhr ich und ein Kind springt aus der Parklücke raus gegen mein Motorrad. Also gegen mein Motorrad. Weil ich habe angehalten. Ich habe gesehen, Kinder spielen, da halte ich in der Regel an und vergewissere mich, dass mich alle Kinder gesehen haben. Sobald die mich halt nicht sehen oder so, dann denke ich mir so, ja, Scheiße, Mann, passt mal lieber auf, dann spreche ich halt lieber, ich stelle lieber das Motorrad ab, also ich mach's in neutralen Gang und dann rufe ich kurz, ey, passt auf, ich möchte hier durch. Es hört sich zwar assi an, aber ihr könnt da auch irgendwie pfeifen oder sonst etwas oder hupen kurz. Auf jeden Fall stehen bleiben, bei Kindern immer stehen bleiben. Im Zweifel immer stehen bleiben, weil Kinder sind unberechenbar. Und ich meine es ernst, ich höre das von jedem und von allen, von meinen Eltern. Aber Kinder, glaubt mir, ihr werdet nicht glücklich, wenn ihr ein Kind verletzt oder sogar noch schlimmer. Deswegen achtet drauf, in Wohngebieten und um Häuser herum und so langsam. Und wenn irgendwo auf der Landstraße ein Fest kommt, Grillfest oder so, auch langsam, bitte. Weil da kommen auch Kinder rausgeschossen auf die Landstraße, das ist nicht mehr lustig. Weil ich meine... Ich kann bremsen, ich habe schon Vollbremsungen aus 130 km/h gemacht und ab 60 km/h war ich permanent auf dem Vorderrad. Also es geht, ich kann bremsen, aber ich kann halt nicht die physikalischen Gesetze außer Kraft setzen und mich einfach 5 Minuten früher zum Stehen bringen, weil irgendwann ist das Motorrad halt an der Grenze und wenn es euch dann noch vor Panik legt, also euch das Rad wegschmiert, dann schaufelt ihr das Kind seitlich weg und es ist meist tödlich, weil es zieht die Beine weg und dann verletzt es halt das Kind am Kopf und es ist wirklich, achtet einfach drauf, weil ich sehe immer wieder Mütter und so sind, haben es eilig zum Kindergarten und so und fahren 50 vor dem Kindergarten und vor der Schule und da denke ich mir so, ey, nur weil du dein Kind sicher zur Schule bringen willst, heißt es nicht, dass du alle anderen gefährden darfst. Und ja, da, ich zeige keinen Stinkefinger, aber ich zeige halt andere Symbole. Ja, oh Mann, da ist Stau, wenn ich zurückkomme, wird es lustig. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Erzählt mir eure Stories, wie ihr fahrt in der Stadt, was ihr für angemessen fahrt. Fahrt ihr immer Strich 50, fahrt ihr sogar vielleicht sogar 40? Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ciao, Leute. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees.